Naja, dann gehen wir mal wieder runter zu Zira und ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Federn herkriege. Das Buch sagt ja auch nichts darüber. Das Buch sagt nur, dass man damit hin und her reisen kann. Aber keine Ahnung, keine Crafting-Rezepte und auch keine Informationen, woher man das bekommt. Naja. Und dieser Pilz hat irgendwie mal einen Graf- oder Beleuchtungsbug. Na gut, Zira, wo bist du? Ich hab deine Federn. Hui. Aua. So, hier hast du. Nein! Scheiße. Okay. Aua. Man sollte keinen Rechtsklick auf Zira machen, wenn man diese Federn hat. Weil man dann direkt wieder geportet wird. Aber was mache ich denn jetzt mit den Federn? Ja, drei Federn will sie haben, aber ich kann ihr die ja nicht mit einem Rechtsklick geben. Ich gucke mal, ob ich so nochmal draufklicken kann, ob sie mir noch irgendwas sagen kann. Ich weiß nicht. Ansonsten habe ich keinen Plan, wie ich ihr die geben kann. Ach toll, sie sagt, das war schlau. Sie sagt uns das, wie wir das machen müssen. Wir brauchen eine blaue, eine gelbe und ja, nicht so schnell. Eine rote Feder. Ach so, genau, Sasu heißt der. Stimmt. Eine schwarze Feder von einem Geier. Und alles müssen wir dann in das Outwater da reinschmeißen. Okay. Nein. So. Gut, runter zum Outwater. Jetzt sind hier auch schon Löwen. Dann würde ich auch mal ihm sagen. Nee, Mann, aber wir haben die ja jetzt schon. Was machen wir denn jetzt damit, wenn wir die haben? Zira, komm her. Gib uns Informationen. Okay, besser geschlagen als er. Ups. Oh. Oh, wir haben gerade den ganzen bösen Löwen geholfen, von hier wegzukommen und. Oh. In das Heilige Land. Nee, Pride Land. Was heißt in Pride Land eigentlich jetzt genau? Heiliges Land ist es ja nicht. Pride ist doch eigentlich stolz, oder nicht? Ja, wie auch immer. Jedenfalls haben wir denen jetzt geholfen, dahin zu gelangen und. Oh. Ups. Haben wir da jetzt irgendwie einen Krieg angezettelt oder sowas? Scheiße. Gucken wir nochmal. Rafiki hat nichts Neues für uns. Folge den Outlanders. Okay, wir sollen denen folgen. Dann ja, nehmen wir auch mal die Feder. Die funktioniert nicht mehr. Scheiße. Toll, dann müssen wir doch jetzt zum Portal zurück. Erstmal, ja, hier halt. Hier, nee, ist das der Ausgang? Ja, doch, das ist der Ausgang. Und wir auf unserem Pony sind leider ein bisschen zu fett, um durch diesen Ausgang hier durchzukommen. So. Okay, wo ist unser Portal? Nein, du nicht. Du hast Flügel, du kommst mit. Portal, Portal, Portal war. Shit. Portal war da hinten, oder? Ja, da ist es. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück in die Pride Lands und dann gucken wir mal, was wir da jetzt angerichtet haben. Ich hoffe, unser Simba ist nicht, wurde nicht getötet, der Arme. Kra, aua, 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 geh weg. Du erreichst mich nicht mehr. Tschüss. Gut, so, was geht hier so? Oh. Okay, Derpy hat's nicht erwischt. Zira, was machst du hier? Ah, the Bright Lands. Just as I remember them, this tree will serve well as a starting point for our conquest. Was habt ihr mit Rafiki gemacht? Rafiki? Wo bist du? Ich glaube, sie haben Rafiki gefressen. And don't worry, I disposed of that idiotic Rafiki who lived here. Would you like to hear the old fool's last words before we removed him? Ja, wir möchten gerne seine letzten Worte hören. Findet Timon und Pumbaa, sie wissen, was zu tun ist. It almost sounded as a
As if he were leaving. Halt. Okay, ja, findet Timon und Pumba, sie wissen, was zu tun ist. Es hat sich fast so angehört, als hätten sie dir eine Instruktion hinterlassen. Aber ich weiß, du wirst natürlich nicht die Outlanders hintergehen oder betrügen, wie auch immer. So, hast du noch was zu sagen? The Pride Lands will be mine soon. We couldn't have met you without your help. Scar would have been proud of you. Ja, Scar wäre wirklich stolz auf seinen Enkel gewesen. Okay, hast du sonst was zu sagen? Hast du versucht, andere Dinge in das Outwater zu schmeißen? Natürlich. Halt. Of course, I won't go back there, but it's not extremely wet. Okay, also es lohnt sich scheinbar noch andere Sachen in diesen. In dieses Outwater reinzuschmeißen, um zu sehen, was dabei rauskommt. Waren die Blätter nicht vorher mal grün hier? Okay, also andere Sachen nochmal in das Outwater reinschmeißen. Okay, jetzt wiederholt sie sich nur noch. Gut, jetzt wiederholt sie sich. Das andere kennen wir schon. Ja, keine Ahnung. Komm, ich suche erstmal Timon und Pumba. Beziehungsweise, wir haben sie ja schon gefunden. Die waren ja da unten irgendwo. Dorpy, wo bist du? Da, komm her. Zack. Nein, komm her. So. Und dann können wir auch noch mal ausprobieren, was wir denn noch da in das Outwater alles reinschmeißen können. So, Timon und Pumba, die waren... halt... Sicht... Nee, Moment. Bin ich jetzt blöd? Falsch F-Taste? Ach, hier. So. Timon und Pumba, die waren doch hier, oder nicht? Nee, da sind sie. Ha. Timon und Pumba, ich habe euch einen Freund mitgebracht. Oh, und da sind auch Freunde für uns. Na toll. Hyänen, Hyänen. Stirb. Nein. Oh, Entschuldigung. Das war keine Absicht. Ja, hier sind doch... Ach, da. Geht weg. War das gerade ein Furz? Hat Pumba hier gerade ordentlich einen fahren lassen? So, alles ruhig. Was ist das? Ach so, Blumen. Gut, Timon. There must be a fallen log somewhere around here. Was ist denn log? Muss ich auch schon wieder nachgucken. Log, log. Baumstamm, Fahrtenbuch, Fahrtenmesser, gefällter Baumstamm. Okay, ein gefällter Baumstamm soll hier irgendwo rumliegen. Alter Pumba! Hallo Pumba. Ja, du auch. Halt, Timon, komm her. Du bist hier der Schlauere. Ja, ihr könnt mir helfen. If you want some juicy. Das mit. Ach so. Bla bla bla. Was sagst du, Outlander? Ach, lass doch den Text da stehen. Outlander haben Rafikis Baum übernommen. Outlander. Oh, ich hasse Outlander. Fast so sehr, wie ich Hyänen hasse. Und ich hasse Hyänen. Aua, ja, ich hasse auch Hyänen. Wo bist du? Da, stirb. Okay. Rafiki ist ein alter Freund von uns. Aber ich denke nicht, Timon und ich können... Wir haben eine Chance gegen... Warte, Timon, was? Wo ist Timon? Pumba? Okay, Timon ist jetzt irgendwo hingegangen, aber ich habe leider nicht verpasst zu sehen, wohin. Naja. Okay, lesen wir mal weiter. Pumba, das ist die... Was heißt noch? Ridiculous. Peinlich oder schlecht oder... Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls ist es irgendwie eine dumme Idee. Warte, ich habe gerade eine großartige Idee. Bla bla bla. Bla bla bla. Okay, Pumba soll die Outlander antworten. Ja. Wie aufs Wort, ja. Alter, Pumba, es reicht auch jetzt. Ich gebe mal ein bisschen weg hier. So. Wir wahren den Abstand.
Bla bla bla. Wir brauchen bla powerful flatulence. Was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Some plants. Okay, wir sollen Pumba ein paar Bretter, 16 Käfer, a jar of lava and an exploding termite. Okay, und sie wollen uns irgendeine Waffe mit Gas-Dings bauen. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich Käfer herbekomme und wo ich die Jar of Lava herbekomme. Ach, Timon ist da unten. Timon, was machst du da unten? Und was machen die Viecher hier unten? Komm, spring da rein. Wie? Komm, spring, spring. Er tut es einfach nicht. Vielleicht mit Anlauf. Spring! Ist er... Nee, noch nicht tot. Spring! Ups. So, und Mr. Springbock. Hier, komm her. Und... Spring! Oh. Na gut, ich muss mal ein bisschen Kram hier loswerden. Komm, hier, die Federn können weg. Und so ein Helm kann auch weg. Und Erde kann weg. Und... Roher Löwe kann weg und das Outlander-Fleisch kann auch weg und die anderen Rabenfedern können weg. Der Stick kann weg. Mangoholz kann auch weg. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Okay, wir brauchen also Käfer. Käfer. Ich habe gesagt, es gibt eine Käferfalle. Wo ist denn die? Muss ich gerade mal gucken. Käferfalle, Käferfalle. Da, Bugtrap. Dann befragen wir noch... Ach, ich muss was essen. Alter, Pumba, ist gut. Fragen wir nochmal eben das schlaue Buch. Was denn hier dieser... Candy Flies the Catch... bla bla bla. Ja, kann man Käfer mitfangen, aber wie craftet man das? Ein Käferholz, okay. Dafür muss man aber erstmal einen Käfer haben und ich weiß nicht genau, wo man Käfer herbekommt. Kann sein, dass es die irgendwo im Wald gibt oder so. Müsste man eigentlich mal gucken, wenn wir da einfach mal in den Wald reingehen, aber so zu sehen ist eigentlich nichts. Ich glaube, ich hole mir die Zutaten so jetzt mal eben. Käfer haben wir schon. Was sollten wir denn noch anschleppen hier? Holz, Käfer, Jar of Lava und eine Termite. Jar of Lava, wo war die da? Jar of Lava. Da fragen wir auch nochmal in das schlaue Buch. A Pride Stone Jar. Okay, das ist einfach nur eine Vase mit Lava drin.